Ein 5 Ampere starker Strom fließt während 33 Minuten durch einen Leiter mit 40 Ohm Widerstand. Berechne die Spannung, die verbrauchte Energie und den zu zahlenden Preis, wenn der Tagestarif 0,38 Euro pro Kilowattstunde beträgt. Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Die Stromstärke I beträgt 5 Ampere. Die Zeit klein t beträgt 33 Minuten, also 33 mal 60 Sekunden, das heißt 1980 Sekunden. Der Widerstand R beträgt 40 Ohm und der Einzelpreis beträgt 0,38 Euro pro Kilowattstunde. Was gefragt wird, sind die Spannung U, die wir in Volt ausdrücken, die Energie E, die wir in Joule ausdrücken und den zu zahlenden Preis, den wir in Euro ausdrücken. Zu elektrischer Energie und Leistung haben wir diese drei Formeln zur Verfügung, aber wie für jeden Stromkreis haben wir auch das Ohmsche Gesetz zur Verfügung. Und das Ohmsche Gesetz eignet sich hier, um die Spannung U herauszufinden, denn wir kennen R und wir kennen I. Also machen wir das. U gleich R mal I, darin ersetzen wir R durch 40 und I durch 5. Und so erhalten wir als Spannung U 200 Volt. Das ist die erste Endantwort, die wir hier festhalten. Die Spannung beträgt 200 Volt. Jetzt suchen wir die Energie. Wir kennen U, das sind 200 Volt. Wir kennen I, das sind 5 Ampere. Und wir kennen klein t, das sind 1980 Sekunden. Also eignet sich hier diese Formel, um die Energie zu berechnen. Wir ersetzen U, I und T durch ihre Werte, berechnen dann dieses Produkt, das ergibt als Energie 1.980.000 Joule. Das ist die zweite Endantwort, die wir hier festhalten. Um den zu zahlenden Preis zu berechnen, kann man wie folgt vorgehen. Wir berechnen zuerst die Leistung durch diese Formel. P gleich U mal I. Wir ersetzen U durch 200 und I durch 5. So finden wir als Leistung 1000 Watt. Da aber der Einzelpreis in Kilowattstunden angegeben ist, werden wir diese Leistung in Kilowatt ausdrücken. 1000 Watt entspricht genau 1 Kilowatt. Jetzt suchen wir die Energie in Kilowattstunde ausgedrückt. Dazu brauchen wir nach dieser Formel die Leistung in Kilowatt. Das haben wir. Es ist 1 Kilowatt und wir brauchen die Zeit t in Stunden. Wir kennen die Zeit t in Minuten und in Sekunden. Aber 33 Minuten, das sind 33 Sechzigstel von einer Stunde. Also können wir jetzt die elektrische Energie in Kilowattstunde ausgedrückt berechnen durch Leistung P, das ist 1 Kilowatt, mal Zeit T, 33 Sechzigstel von einer Stunde. Und 1 mal 33 Sechzigstel, das macht 0,55. Die Energie beträgt also 0,55 Kilowattstunden. Und da wir den Einzelpreis in Euro pro Kilowattstunde haben, brauchen wir jetzt nur noch diese Anzahl Kilowattstunden mit diesem Einzelpreis zu multiplizieren. Und somit finden wir dieses Produkt
Das heißt 0,21 Euro. Die dritte und letzte Endantwort halten wir hier fest. Der zu bezahlende Preis beträgt 0,21 Euro, also 21 Cent.